Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren 1-Review von mir. Diesmal mit Green Arrow Celtic Teil 1 bei Panini, ist das ganze Band jetzt auch in einem Band der Zweiteiler erschienen und zwar unter dem Namen Auferstehung war es, glaube ich. Warum die jetzt einen komplett unterschiedlichen Titel wie Igel Moss genommen hat, weiß ich nicht. Ich kann euch nur sagen, ich habe mich für die Igel Moss Variante entschieden, da ich ja eh die Collection sammle. Und da man die zwei Hardcover für den gleichen Preis bekommt wie das eine Softcover wie bei Panini plus Bonusmaterial, lohnt sich in dem Fall definitiv mehr, sich die Igel Moss Collection Version davon zu holen. Auch für Leute, die jetzt nicht gerade bei der Igel Moss Collection dran sind, weil so störend ist das ja auch nicht, wenn man jetzt diese zwei Dinger von den DC-Zeichen im Regal stehen hat. Es geht darum, dass Oliver Queen wieder zurückkehrt als Green Arrow. Hier sieht man mal, wie er vor den New 52 aussah, weil halt etwas älter angelegter Charakter. Auf jeden Fall war der lange Zeit tot, beziehungsweise galt als tot, wurde in der Zeit durch seinen Sohn ersetzt, der jetzt auch in der Serie, was ich ganz cool finde, dass das in der Serie jetzt auch aufgegriffen haben, weil der hatte mal so ein kleines Liebelei mit einem Mädel gehabt, dann wurde der Sohn aber ohne sein Wissen auf die Welt gebracht, weil die Mutter von Oliver Queen, also so war es zumindest in der Serie, die Mutter bestochen hat, dass sie weggeht mit dem Geld und dafür Oliver Queen ein normales Leben weiterführen kann. Wie das in den Comics damals war, weiß ich nicht. Ich kann mich nur daran erinnern, wo ich mit den Comics angefangen habe in den 90ern. Mit der Justice League-Serie beim Dino Verlag war gerade der Sohn am Ruder. Auf jeden Fall geht es hier halt damit weiter, dass man sieht, dass der Sohn auf den Spuren von Oliver Queen ist und er mehr über seinen Vater herausfinden möchte und dafür als Mönch agiert. Dann noch kleine Rückblicke mit Red Arrow, wie er ausgebildet wurde von Green Arrow. Und es werden halt die ganzen Charaktere, die so in den Green Arrow-Kosmos wichtig sind. Hier sieht man noch Black Canary, die ja auch eine recht große Serie, eine Fernsehserie spielt. Auf jeden Fall, was die gerade so machen, dass Oliver Queen halt wiederkommt, wieder von den Toten auferstanden, ohne Namen, wie sich dann später rausfällt, und von gewissen Verletzungen, die er eigentlich durch gewisse Kämpfe gehabt hätten haben müsste. Er weiß nicht mehr, dass er tot war, beziehungsweise ist. Man ist jetzt gerade noch am Rätseln, ob es auch wirklich Oliver Queen ist. Und sein Wissensstand ist der von vor 10 Jahren. Das Ding ist 2001 erschienen, also er ist auch Wissenschaft von 91. Und man sieht, wie er jetzt hier an den ganzen Leute von der Justice League wieder gerät, an Aquaman, Batman, Superman und wie sie alle heißen, die sich total darüber freuen, ihn wiederzusehen, wohingegen er verwundert ist, dass sie sich alle freuen, ihn wiederzusehen, weil für ihn gerade mal irgendwie 1, 2 Tage vergangen sind. Er ist dann auch total verwundert, wo es Wally West im Flash-Kostüm macht, und wo Barry Allen hin ist. Er fragt sich auch die ganze Zeit, was mit Hal Jordan los ist, der zu diesem Zeitpunkt, wo die Geschichte erzählt wird, als Parallax unterwegs ist. Und das ist so ein bisschen der Weg zurück von Oliver Queen in die Welt der Lebenden. Es wird noch so im Dunkeln gelassen, was es wirklich mit ihm ist, ob es wirklich Oliver Queen ist, ob es ein Klon ist oder sonst irgendwer. Und Batman schlägt noch K.O., um dann zu scannen und sämtliche Tests an ihm vorzunehmen und herauszufinden, was mit ihm los ist. Die ganze Geschichte ist richtig, richtig, richtig gut erzählt. Ich habe sie damals in den 90ern schon gelesen gehabt. Allerdings habe ich sie nicht komplett besessen. Das ist in den 90ern. Ich habe sie in meinem Lesestoff, wie du schon erzählen, hier bei Panini erschienen. Das war eine der ersten Heftserien, die Panini veröffentlicht hat, nachdem sie die DC-Lizenz vom Dino Verlag bekommen haben, wo nachdem Dino pleite gegangen ist. Und mir hat es damals schon gut gefallen, gerade mit diesem Green Arrow, der hier ist, mit den sehr veralteten Wertvorstellungen, die trotz dessen noch gut sind. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Man fragt sich, was mit ihm los ist. Man findet, es hat auch ein paar gute Jokes drin, weil sich dadurch natürlich ein, zwei Jokes ergeben, weil ich nicht mehr weiß, dass dessen 10 Jahre vergangen ist. Anbei wird sehr gutes Bonusmaterial geliefert, und zwar von The Brave and the Bold, Batman und Green Arrow, und zwar ist das eine sehr politische Story, wo es um die Ermordung eines Senators geht, was halt kurz nach dem Tod von Kennedy damals geschrieben wurde und was zeigt, wie Comics in der Zeit schon einen Schritt in die mehr hin zum Erwachsenen-Themen gemacht haben und auch eine sehr schön erzählte Geschichte und gehört bis jetzt mit zum besten Bonusmaterial eigentlich, was da drin war. Sie war sehr lesenswerte Geschichte und ist Würde gealtert. Der erste Teil halt war bis jetzt sehr gut von Kälte. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, den werde ich in ein paar Tagen lesen. Die Story kriegt von mir so eine 4 von 5. Sie hat mich echt sehr, sehr gut unterhalten. Freue mich schon, den nächsten Teil zu lesen. Und eine definitive Kaufempfehlung. Auch gerade für Leute, die Serie gucken, also die Serie Arrow, ist es ganz cool, dass man hier schon ein paar Parallelen sieht zu der Serie. Wenn man dazu dann noch das erste Jahr Green Arrow sieht, dann sieht man, woran sich die Serie orientiert hat auf der Comic-Basis. Das war's für dieses Mal, Jungs und Mädels. Ich hoffe, ihr kauft euch das Comic, wenn ihr es gelesen habt.
vielleicht auch die Version von Panini Auferstehung, dann schreibt es bitte in die Kommentare, sagt mal eure Meinung dazu und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut da rein!